Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions. Und der Junge, der hier ein bisschen zittert bei 1,5 Grad Celsius, ist der Eli. Und an all meine Abonnentinnen, Zuschauerinnen und lieben Frauen dort draußen. Dieses Video ist ganz speziell nur für euch. Und mit dieser Blume möchte ich Ihnen allen, euch, dir und ganz speziell natürlich auch den Frauen in meiner Familie, ohne die ich gar nicht hier sein könnte, meinen persönlichen Respekt, meine Wertschätzung entgegenbringen. Alles Gute zum Frauentag von uns beiden Männern. In diesem Video werde ich etwas zur Historie und zur Bedeutung des Frauentags sagen, meiner persönlichen Einstellung zu diesem Thema, auch ganz explizit darauf eingehen, was es mit diesen roten Nelken auf sich hat. Und am Ende werde ich versuchen, so ein kleines Fazit aus dem Ganzen abzuleiten. Den Eli habe ich jetzt einmal laufen lassen. Er muss ja nicht unnütz zittern, denn es ist wirklich kalt. Und ehrlich gesagt würde ich jetzt mir, wie auch in den letzten Tagen, am liebsten hier eine Mütze aufsetzen, noch dickere Handschuhe, Pullover, Jacke zumachen und dann es halbwegs angenehm haben. Aber zur Feier des Tages versuche ich hier mal eine gute Etikette rüberzubringen. Bleibe hart, ja, und beginne einfach mal damit, wie ich überhaupt zu dieser Blume gekommen bin. Es war mein persönlicher Wunsch, mir zum Frauentag, für euch, eine rote Nelke zu organisieren. Habe mich also auf ein Fahrrad gesetzt mit Eli zusammen, bei dem ähnlichen Wetter wie heute. Es hat leicht geregnet, war stürmisch und bin 8,5 Kilometer durch den Wald in die nächste Kleinstadt geradelt. War in einigen Kaufhallen, Supermärkten, weil in den Vorräumen ja auch ab und zu mal ein paar Blumen stehen. Keine rote Nelken. Dann bin ich angefangen, die Blumenläden abzufahren. Drei kenne ich, ja, die auch geöffnet hatten zu diesem Zeitpunkt. Bin in den ersten reingelangt zur Besitzerin oder Verkäuferin, habe gesagt, rote Nelke. Hat sie, was sollen sie denn damit? Habe ich sie gesagt, zum Frauentag. Nee, sowas macht man doch aber nicht. Bin ich gleich wieder rausgegangen, bin zur nächsten gefahren. Ja, wie gesagt, können Sie mir eine rote Nelke anbieten? Sagt die Dame, wozu das denn? Ich sagte, zum Frauentag. Ja, aber das macht man nur zum 1. Mai. Da habe ich gesagt, schauen Sie vielleicht nochmal nach, was der 1. Mai möglicherweise mit einer roten Nelke zu tun hat und was aber auch der Frauentag mit einer roten Nelke zu tun haben könnte. Habe mich nicht verabschiedet, bin rausgegangen und zum nächsten gefahren. Da stand ein Herr an der Kasse. Ja, wie gesagt, ich hatte vorher schon angerufen, bevor ich hingefahren bin, um sicher zu gehen. Und da wusste ich also schon, er hat schon eine. Er hat mich schon begrüßt, als ich dann reinkam. Ja, und da habe ich gesagt, oh, sie sind meine allerletzte Rettung, weil es war wirklich der letzte Laden. Und er hatte rote Nelken. Ja. Und er hat auch den Kontext verstanden und hatte aber gesagt, naja, eigentlich ist es ja doch mehr so zum 1. Mai. Da habe ich gesagt, ja, aber Frauentag ist ja auch so. Und dann sagte er gleich, ja, der Frauentag geht jetzt zurück auf Clara Zetkin 1910. Da habe ich erstmal nicht schlecht geguckt, weil hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, ja, wusste ich natürlich auch schon alles. Aber wenn man mich beeindrucken kann, denn in jedem Fall mit Wissen und Fakten, das heißt auch mit Erfahrung und Können, ja, und das hatte der Mann in jedem Fall, resultierte daher, habe ich dann aus dem Gespräch erfahren, dass er den Blumenladen praktisch schon auch zu DDR-Zeiten hatte. Das heißt, in jedem Fall den Hintergrund kannte, was bei den anderen beiden offensichtlich nicht der Fall war. Ja. Wir haben uns dann noch so ein bisschen über das Thema unterhalten, auch über Frau und so weiter. Und ich hatte dann auch gesagt, wegen der Nelke, mache ich ein Video zu dem Thema und so und habe dann auch gesagt, es wird dann auch speziell für die Frauen ausgestrahlt und heute ist es ja so ein bisschen schwierig in dieser Emanzipationszeit und so weiter, wenn ich beispielsweise einer Frau die Autotür aufhalte, also das heißt die Beifahrertür, wenn sie aufsteigt oder einsteigt, weil das mein persönlicher Wunsch ist, mein Anliegen, das ist so eine alte Masche von mir, dann werde ich entweder komisch angeguckt und dann sagte er gleich, ja, aber wenn sie es nicht machen, kriegen sie einen drüber, ne? Da waren wir jedenfalls einig, ja, also ich war wirklich dankbar, ich bin froh, dass ich diese Blume gehabt habe, bekommen habe dann, bin dann rausgegangen und habe diese einzelne Blume sicher wohlverpackt geschützt, vermeintlich zumindest, in meinen großen Kampfrucksack gesteckt. Und mit diesem Hintergrund, militärischer Rucksack, der eigentlich auch natürlich auch für andere Anwendungszwecke ist und ich da drin die Blume des Friedens habe,
war ich ja so ein bisschen stolz auf mich, weil irgendwo fand ich, war das auch ein Statement. Hat nur leider keiner gesehen, aber euch kann ich es wenigstens erzählen. Um die Blume dann bei der Rückfahrt nicht zu gefährden, habe ich auch nicht nochmal etwas anderes mit in den Rucksack reingetan. Denn eigentlich dachte ich mir, naja, wenn du schon unterwegs bist, kannst du wenigstens gleich ein bisschen was einkaufen für dich. Das war mir zu heiß, das hätte vielleicht irgendwie die Blume zerdrückt. Also habe ich wirklich in dem Rucksack nur die Blume drin gehabt und habe mich vorgesehen, aber ihr seht ja dennoch, sie war mal länger gewesen. Ich habe ihm extra gesagt, er soll sie lang lassen, so wie er sie mir verkauft hat. Aber es hat dennoch nicht gehalten. Das dürfte jetzt aber der Haltbarkeit absolut keinen Abbruch tun. Die Blume wird, kommen wir später nochmal dazu, zu dem Thema, speziell bei den Nelken, dennoch länger halten und hat sich zufälligerweise auch genau auf dieses Maß abgeköpft, auf das ich sie denn bei mir zu Hause später nach dem Video tatsächlich sowieso geköpft hätte, um sie in ein kleines Wasserglas bei mir auf dem Tisch zu stellen. Denn irgendwas muss er jetzt auch mit der Blume machen, denn tatsächlich, die ist nur für euch. Ich habe hier keinen anderen, dem ich sie überreichen kann. Bei mir wohnt keine Frau im Umkreis. Normalerweise würde ich sie jetzt, wie gesagt, irgendeiner geben, ja, aber tja, so ist das, wenn man allein im Wald wohnt. Ja. Komme ich nun zur Historie des Internationalen Frauentags, des Weltfrauentags, des Feministischen Kampftages, des Frauenkampftages oder auch einfach Frauentags, in jedem Fall am 8. März. Zurückzuführen ist das Ganze auf eine Initiative sozialistischer Organisation für die Gleichberechtigung der Frau, für das Frauenwahlrecht sowie für die Emanzipation von Arbeiterinnen vor dem Ersten Weltkrieg. Am 27. August 1910 empfahl die sozialistisch-kommunistische Friedensaktivistin, Frauenrechtlerin, Politikerin Clara Zetkin auf der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen den Internationalen Frauentag. Die Idee dazu stammte aus der USA, wo es da bereits um das Frauenwahlrecht 1909 ging. Erstmals mit dem revolutionären Charakter stattgefunden hat er dann am 19.03.1911. Und zum Zeichen der Solidarität mit der Einführung des Frauenwahlrechts wurde dann die Blume der Gleichheit, die rote Nelke, getragen. Nach der russischen Februarrevolution 1917 und auf der Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau 1921 wurde der Frauentag dann auf den 8. März festgelegt. Ab 1926 war er dann auch offiziell in Deutschland eingeführt, wobei da die politischen Hintergründe, das heißt die unterschiedlichen Parteiansichten, teilweise sehr kompliziert sind. Da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, das würde zu weit gehen. Das ist einfach die Zusammenfassung ab 1926 offiziell in Deutschland. Im Dritten Reich, dann 1933 bis 1945, war er offiziell verboten, weil er natürlich sozialistisch-kommunistischer Herkunft gewesen ist. Dann allerdings ab 1946 in der sowjetischen Besatzungszone war er wieder vorhanden, aber er war später dann in der DDR kein offizieller Feiertag. Aber, das dürften jetzt die ein oder anderen Frauen noch wissen, nicht die gestern, die ich im Blumenladen getroffen habe offensichtlich, aber beispielsweise meine Mutter weiß das noch, dass die Frauen auf der Arbeit, das heißt meistens auch in diesen volkseigenen Betrieben sehr oft, aber auch in vielen anderen, von ihren Kollegen und von ihren Chefs beschenkt wurden. Unter anderem mit Blumen und bei den Blumen dann unter anderem auch mit der roten Nelke. Zusätzlich war es denn nicht selten so, dass den Frauen dann ab Mittag auch freigegeben wurde und nur noch die Männer weitergearbeitet haben. Parallel dazu, dass er in der DDR weiter zelebriert wurde, ging er in Westdeutschland weitestgehend verloren. Dann im Internationalen Jahr der Frau 1975 wurde er denn zum Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden wieder erneut bestätigt. Und dann hat er so nach der Wiedervereinigung ab 1990 auch in der Gesamtbundesrepublik Deutschland wieder mehr Akzeptanz gewonnen. Und das Ganze denn jetzt auch so weit, dass er seit 2019 gesetzlicher Feiertag im Bundesland Berlin ist und seit diesem Jahr, das heißt seit 2023, auch gesetzlicher Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern wird. Und das ist EU-weit einzigartig. Der Frauentag ist heute noch ein bisschen universeller geworden, als es damals von der Historie mal gewesen ist. Er steht heute für die Gleichgeschlechterstellung, für bessere Bildungschancen und für Mindestlöhne bei der Frau, gegen Gewalt gegen Frauen, gegen das Abtreibungsverbot, gegen weibliche Genitalverstümmelung, gegen Kinderheirat und so weiter. Und dann gibt es neben dem Frauentag natürlich auch noch ein paar andere Tage für das weibliche Geschlecht. Zum Beispiel ab 2011 ist eingeführt worden der Internationale Mädchentag. Am 11. Oktober komme ich nun zur roten Nelke.
Vorab muss ich sagen, bin ich ein Fan von Wildblumensträußen. Die Damen der Schöpfung, die mal mit mir Kontakt hatten, dürfen das in jedem Fall bestätigen können, dass ich mir sehr viel Zeit und Mühe nehme, irgendwo in der Natur, bei mir ist es zumindest noch möglich, das heißt im Wald und über die Wiesen, in den Feldern noch rumzugehen und entsprechend saisonal Blumen zu pflücken. Da nehme ich mir dann sehr viel Zeit, das dauert schon mal über eine Stunde, ehe ich so einen Strauß zusammen habe, pflücke nicht punktuell, sondern wie gesagt aus meinem Hintergrund nur da, wo ausreichend stehen und wo ich sehe, das gibt keinen großen Abdruck in der Landschaft. Ich zerstöre da praktisch nichts, nichts Nennenswertes und es betrifft ja in der Regel auch immer nur eine Frau, von daher kann auch nicht so viel gepflückt werden. Ja, das ist eher so meins, weil es dann auch natürlich von Herzen kommt. Ja, also derjenige, diejenige sieht dann in jedem Fall, oho, also die kann sich vorstellen, was dahinter steckt. Ja. Nun haben wir jetzt hier die Schnittblumen, muss man sagen, sind die Frauen auch ein bisschen selbst mit dran schuld. Ja, wenn ich etwas auf den 8. März lege, da kann ich mir, das Einzige, was ich jetzt bei mir pflücken könnte, wären Frühjahrsblüher. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier die letzten Krokusse und Schneeglöckchen aus der, das ist auch nicht so sinnvoll irgendwo, finde ich. Ja, das heißt, man ist hier gezwungen, tatsächlich in den Blumenladen zu gehen. Von daher kann ich in diesem Zusammenhang mitgehen. Ansonsten darf man sich hier bei der Nelke zumindest, kommt die aus dem eher wärmeren, aus den wärmeren Klimaten, das heißt Mittelmeerraum, mindestens Region Spanien, ist sie ursprünglich beheimatet, kommt allerdings mittlerweile auch irgendwo aus Südamerika. Die Gattung der Nelken mit ihren Pi mal Daumen 500 Arten und über 25.000 Sorten gehört zur Familie der Nelkengewächse. Und diese rote Edelnelke hier nennt sich Nelson, ist eine Schnittblume. Und das Besondere daran ist, sie hat eine sehr lange Haltbarkeit zu Hause. Das heißt, bei vernünftiger Pflege, wenn man das Wasser regelmäßig frisch austauscht, anschneidet und so weiter, kann solch eine Blume tatsächlich bis zu 3 Wochen halten. Nicht wenige Blumen haben ja irgendwo auch eine symbolische Bedeutung. Das heißt, sind oftmals in Wappen wiederzufinden oder auf Fahnen abgedruckt. Und die Nelke hat davon tatsächlich auch gleich mehrere. Mal ein paar aufzuzählen. Beispielsweise war sie während der Französischen Revolution 1789 bis 1799 das Widerstandssymbol der hingerichteten Adligen. Das heißt, die Menschen, die verurteilt wurden, den Gang zum Schafott, zur Guillotine anzutreten, trugen eine Nelke. Seit dem Internationalen Sozialistenkongress 1889 in Paris war sie denn auch das Erkennungszeichen der Arbeiterbewegung. Und da trug man schon ganz speziell die rote Mainelke. Und da kommt dann auch ein bisschen die Herkunft des 1. Mai her, dem sogenannten Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse. Im Deutschen Reich ab 1890 war sie denn das Symbol für den Protest sowie den proletarischen Zusammenhalt. Dann gab es auch deutlich später in Europa noch so ein paar Ereignisse, wo die Nelken wieder zum Vorschein kamen, wie zum Beispiel 1974 truden gegen den Diktator in Portugal aufständische Soldaten an ihren Gewehren die roten Nelken. Das nannte sich dann auch ganz explizit daraus abgeleitet die Nelkenrevolution. Und in der DDR war sie ganz bekannt als sozialistisches allgemeines Erkennungszeichen und wurde zu feierlichen Anlässen immer am Revers getragen. Das war dann genau die Länge, die ich anfangs sagte. Ja, meistens waren es natürlich Kunststoffnelken, aber immerhin, ja, ist sie denn so getragen worden. Und mit der Nelke irgendwo sich profilieren tut, wenn man jetzt ganz Deutschland mal anschauen, auch irgendwo habe ich gefunden die SPD, wer sich daran noch erinnern kann. Ja, es gab, also ich habe noch ein Bild im Augen von unserem damaligen, ehemaligen Bundeskanzler, den ich auf so einem Foto mit so einer roten Nelke gesehen habe und auch der DGB, Deutsche Gewerkschaftsbund. Die haben halt beide jeweils immer viel mit den roten Nelken geworben und ohne jetzt hier in solch eine politische Richtung abdriften zu wollen, habe ich praktisch nichts mit zu tun, aber rein zur Information habe ich tatsächlich gerade mal gefunden. Aktuell im SPD-Online-Shop kann man 200 rote Nelken gebündelt zu je 20 Stück in einem Strauß für 140 Euro kaufen. Und dann würde ich jetzt mal ein Fazit ziehen, um die Sache so ein bisschen rund zu machen. Ihr wisst ja, dass ich in meinen Videos auch immer irgendwo meine persönlichen eigenen Erfahrungen mit einbringe. Und jetzt hatten wir einiges aus der weiten Vergangenheit, wo ich natürlich nicht dabei gewesen bin. Aber ich weiß sehr wohl, was es mit der roten Nelke auf sich gehabt hat zu DDR-Zeiten. Das heißt, sowohl zum 1. Mai ganz prägnant, als auch natürlich aber auch zum Frauentag. Und dann später, nach der Wiedervereinigung, wurde ich auch tatsächlich von einem Teil unserer Gesellschaft benachteiligt, indem ich nämlich aus dem Osten kam und gezwungenermaßen im Westen arbeiten gehen musste, um halt im Osten nicht arbeitslos zu bleiben und habe dort vor Ort für weniger Gehalt gearbeitet als die Menschen, die dort gewohnt haben.
um das denn irgendwann auch nicht weiter mitmachen zu müssen und alles, was da sonst noch drum dran liegt, habe ich den Spieß dann umgedreht und bin praktisch dann hier geblieben, wo ich heute bin und werde heute aktuell vom Staat diskriminiert, weil ich genau in jener strukturschwachen Region wohne und mich weigere, dorthin überzusiedeln, wo es halt die Arbeit gibt. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend klingen mag, kann ich damit in jedem Fall meine Solidarität mit den damaligen Frauen und auch heutigen Frauen irgendwo nach ausdrücken, die beispielsweise bei diesem Thema Arbeit, gleiche Entlohnung und so weiter, irgendwo nicht ganz fair behandelt werden. Und dennoch bräuchten wir meiner Meinung nach weder einen Frauen- noch einen Männertag und auch keinen Kindertag. Und von diesen gesetzlichen Genderquoten halte ich praktisch genauso wenig. Was es jedoch unbedingt braucht, ist eine faire Entlohnung, eine allgemeine Lohntransparenz sowie einen gegenseitigen Respekt, sodass sich praktisch auch niemand mehr irgendwo benachteiligt fühlen müsste. Solange hier jedoch Unterschiede gemacht werden, werde auch ich weiterhin an jedem 8. März aus Solidarität den Frauen meinen persönlichen Respekt zollen, ob nun mit oder ohne rote Nelke. Und in einer Zeit, wo der ursprüngliche Sinn von Feier- und Gedenktagen nicht selten durch die wirtschaftlichen Interessen des Einzelhandels ad absurdum geführt wird, in einer Zeit, wo sich kriegsführende Parteien mit Friedensblumen schmücken, in einer Zeit, wo einige Reiche durch immer mehr Profit die breite arbeitende Masse rücksichtslos ausbeuten, in einer Zeit mit immer weniger Moral in unserer Gesellschaft, da wollte ich mit dieser roten Nelke am Weltfrauentag einfach mal an die Werte erinnern, wofür sie eigentlich mal stand. Auf dahin, achtet und respektiert euch. Bleibt standhaft, notfalls kämpft und wie immer viel Spaß. Draußen!